Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Time. Wie gesagt, in der letzten Folge hatten wir gesagt, wir wollen jetzt hier mal mit den Gerätschaften anfangen. Und ja, das werden wir jetzt im Endeffekt auch einfach mal tun. Ich würde hier nochmal kurz Cobblestone verlegen, obwohl dann kommen wir nicht mehr an die Fassaden. Das lassen wir so. Aber ich möchte dann hier hinten das Kabel ranlegen, das Dance-Kabel, und dann können wir hier uns immer was abzwacken, ohne groß Probleme zu haben. Untenrum legen wir dann das Stromkabel. Das können wir eigentlich schon mal machen. Also hier sollen die Geräte hin. Schauen wir, hier gehen die Conduits raus. Das heißt, hier müssen wir dann lang. Oder hier lang. Da gucken wir mal. Hinten brauchen wir auch frei. Aber wir müssen sie auch irgendwie setzen lassen können. Deswegen machen wir jetzt erstmal. Lassen wir den Dirt erstmal ran und kümmern uns dann um die Verkabelung, wenn sie mal stehen. So. Dirt. Wir brauchen auf jeden Fall Pulverizer. Ganz klar. Nummer 1. Da brauchen wir ganz klar einen Redstone Furnace. Wir brauchen die Segmill. Und das war's erstmal für die Automation. Ich denke aber, wir wollen von beiden nochmal jeweils einen. Also wir bauen jetzt nochmal schnell einen Pulverizer. Gear, bauen wir auch gleich mal zwei und zwei Machine Frames. Dann können wir den Pulverizer bauen, noch einen zweiten und können einen zweiten Redstone Furnace bauen, dachte ich. Uns fehlen noch die Bricks, aber das ist kein Thema, die haben wir. Redstone Furnace, dann haben wir jetzt zwei Stück davon. So, es wird schon echt schon wieder dunkel. Es ist zwar teilweise echt ein bisschen nervig, so schnell wie das geht. Mann, Mann, Mann. Auf geht's. So. Ja. Hier haben wir das Conduit. Ich würde ganz gerne hier anfangen. Export, Import, von unten Strom. Genau, so machen wir das. Ich habe Golos gerade überlegen müssen. Pulverizer. Dann machen wir, oder machen wir immer einen Turm. Wir machen immer einen Turm. Oder? Geht das da noch? Nein, das geht da nicht. Wir müssen das hier so flach hinstellen. So, Redstone Furnace. Jetzt gucken wir mal. Wir machen hier mal das noch weg. Und hier auch. Wir gehen jetzt nämlich, also wir brauchen jetzt einmal hier Strom. Hat der schon Strom? Nee, ne? Nee. Das heißt Strom, Strom, Strom. Wir gehen eh noch weiter, also legen wir hier die Leitung noch lang. Dann brauchen wir hier normalen Cobblestone. Und hier machen wir dann wieder dicht mit der Fassade. So. Strom haben wir. Und dann wird es nämlich interessant. Also hier müssen wir dann noch was setzen. Aber hier kommen jetzt andere Sachen in Einsatz. Und zwar brauchen wir jetzt Import- und Export-Buses. Import-Bus brauchen wir 4 Stück. Dafür brauchen wir Annihilation Cores. Und dafür brauchen wir Nether Quartz. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Nether Quartz wir noch haben. 37 Stück. Die schmeißen wir mal eben in den Pulverizer, in den abgegradeten. Zack. Dann müssen wir die Annihilation Core und für den Export-Bus. Export-Bus brauchen wir Formation Core, da brauchen wir den Certus Quartz. Haben wir noch Pure Certus Quartz? Auch nicht mehr viel. Dann nehmen wir Certus Quartz, Dust. Schmeißen das danach in den Pulverizer. Wir können sie ja schon mal hier reinschmeißen, fällt mir gerade so ein. Der braucht zwar deutlich länger, wie ihr seht, aber der macht immerhin auch schon mal was.
So, wieder ein bisschen aufräumen. Zack, zack, zack. Painting Machine brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Kabel brauchen wir auch gerade nicht. Da müssen wir eh andere bauen. Das da brauchen wir gleich. Crystal Growth Charme. So, die ist ready. Dann brauchen wir Sand. Sand. Zack. Züchten die schon mal. Schmeißen dann die hier rein. So. Dann können wir schon mal die Annihilation Cores bauen. Da bauen wir mal, ja, 15 Stück, würde ich sagen. Das sollte reichen. Dann schauen wir weiter. Geht nicht? Okay. Wird nicht als Werkzeug anerkannt, leider. So, 100%. Wunderbar. Das heißt, Import-Bus, haben wir gesagt. Import-Bus. Brauchen wir einen Annihilation Core und Fluix Dust. Okay, haben wir noch Fluix Crystal? Haben wir doch ganz viele gebaut, oder? Ja. Naja, ganz vieles übertrieben, aber immer ein bisschen. Sobald der dann fertig ist, können wir unseren Fluix Dust machen. Zack. Puh, bis der fertig wird. Auf die paar reagieren wir einfach nicht. Die kommen jetzt wieder rein. Wir brauchen Sand. Nein, kein Sandstein, sondern Sand. Haben dann gleich Pyozatus-Quarz. Und jetzt mit dem Fluix-Dust, der könnte vielleicht sogar schon reichen. Für den Import-Bus. Moment, wir brauchen den hier. Wir bauen jetzt mal zwölf reichen, ja. Export-Bus. Moment mal, Quatsch. Import. Gott. Import-Bus, Sticky Pisten. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen jetzt erstmal 4 Import-Buses. So. So. Die Import-Buses können wir hier hinten hinklatschen. Wir resetten jetzt mal hier alle Ausgänge. So. Und machen bei jedem hinten den Ausgang. Dass sie jedes Mal so komisch die Maus flickt, ist ein bisschen seltsam. Also ab und nicht jedes Mal, aber ab und zu. So. Zack. Das könnten wir auch über Interfaces und Item Conduits lösen. Das würde auch gehen, aber das würde ein bisschen so ein Interface sprengen im Endeffekt. Vor allem wollen wir jetzt hier einfach nur, dass das automatisch die ganze Zeit durchläuft. Also macht das so jetzt am meisten Sinn tatsächlich. Wir wollen noch Import-Bus haben wir. Jetzt brauchen wir Export-Buses. Export-Bus. Dafür brauchen wir den Core. Genau, dafür haben wir jetzt die hier gemacht. Zack, zack. Den hier. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir auch 12. Da brauchen wir normale Pistons. 1, 2, 3, 4. Das heißt, die haben alle hier oben ihren Eingang. So. Jetzt brauchen wir endlich unsere ME-Kabel. Was macht ein Export-Bus? Was macht ein Import-Bus? Der Import-Bus, wie es der Name so schon sagt, importiert die Items ins ME-System. Der Export-Bus exportiert sie aus dem ME-System. Das heißt, hier drüber schieben wir sie in die Maschinen rein und hier rüber saugen wir es wieder raus. Das muss jetzt alles verkabelt werden und jetzt schauen wir mal. ME-Cable. Wir holen uns jetzt erstmal Covered Cable. Wir brauchen erstmal ganz viele Smart Cable. Dafür haben wir Fluix Crystal. Fluix Crystal können wir jetzt aber noch welche machen. Charged.
Oh weh. Okay, dann ist die erste Baustelle erstmal wieder einen Charger zu bauen. Ja, müssen wir leider so machen. Obwohl, müssen wir nicht, aber jetzt haben wir es halt so gemacht. Einen Charger, den können wir tatsächlich auch einfach hier hinsetzen. Den automatisieren wir dann später, ja. Und jetzt nehmen wir mal Zertusquarz, nehmen eine Kiste, Chest. Itemkontur jetzt haben wir. Chest, zack. Hier machen wir Insert. Extract, Always Active, Zertusquarz. Und dann sagen wir hier, Extract, Always Active, Insert. Und der chargt uns jetzt das Zertusquarz. Also hier kommt das Charged Zertusquarz rein. Und ja, er lädt halt einfach das Zertusquarz auf. So. Haben wir das. Und wir haben jetzt zwei Charged Zertusquarz. Damit kommen wir halt nicht weit, ne? Aber wir haben Fluix Dust und Fluix Crystals. Wir schmeißen die Crystals einfach mal hier rein. Und züchten uns dann Pure Fluix Crystals. Dann kann der das Deck hier durchladen und kann quasi, dann können wir hier wieder Fluix Crystals machen ohne Ende. Und ihr merkt schon, unser Zertusquarz geht rapide, neigt sich rapide dem Ende, obwohl wir jetzt schon einiges hatten. Und dafür müssen wir jetzt dann eine Quarry im Deep Dark aufbauen und dazu machen wir dann eine Silk Touch Quarry. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt die Folge dazukommen, da gucken wir mal. Ich möchte erstmal die Sachen, die wir haben, erstmal automatisieren. Dass sie jetzt hat, also dass die Erze mal komplett verarbeitet werden und wir nicht jedes Mal das per Hand in den Ofen reinschmeißen müssen, um jetzt einfach ein Stack Gold zu machen oder so. Das soll automatisch passieren, während wir nicht da sind oder halt einfach die ganze Zeit. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir jetzt hier ins Sand holen. Wieso machen wir das? Ihr immer mit diesen Seeds. Ihr seht ja, aus einem Fluix Crystal bekommen wir einen Fluix Dust. Mit Sand vermischt kriegen wir zwei Samen, also kriegen wir aus einem Fluix Crystal zwei Crystals zum. Wird verdoppelt im Endeffekt die ganze Zeit einfach nur. Und das ist halt richtig, richtig gut dann. So, wir haben die Kabel gebraucht. Genau. ME Cable. Und wir wollten das erstmal einen Haufen ME-Glaskabel bauen. Genau, das war der Plan. So, rein damit. Das heißt, wir brauchen jetzt hier Glaskabel Fluix. Bauen wir mal so viel, wie wir haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Fluix Crystals brauchen. Jetzt schauen wir mal, wir brauchen Covered Cable. Genau, Covered Cable wäre mit der Wolle jetzt. So. Da ist uns die Wolle ausgegangen tatsächlich. Und jetzt wollen wir ein Dense Cable bauen. Also Moment mal, Covered Cable. Ich habe da letztens schon mal, das letzte Mal schon immer Fehler gemacht. Jetzt machen wir erstmal ein Smart Cable draus. Warum ein Smart Cable? Also ihr seht, wir brauchen Glowstone. Das erkläre ich euch jetzt dann, während wir Glowstone sammeln. Wie gesagt, wir haben viele verschiedene. Ich warte, bis der Sound hier vorbei ist. Nicht, dass es zu laut ist. Wir haben sehr viele verschiedene Channel etc. pp. Also jedes Gerät verbraucht einfach einen Channel. Und um das besser anzeigen zu können, also es gibt die normalen Kabel und es gibt aber auch die Smart Cable. Und die Smart Cable zeigen im Endeffekt einfach nur visuell an, wie viel wir quasi schon verbraucht haben von unseren Channeln. Also wir sehen dann einfach Striche drauf, wir können da mit der Maus drüber hovern und dann zeigt uns an, okay, von 32 Channeln hast du so und so viele verbraucht und ich deswegen immer Smart Cable verwenden. Das war. Und dabei haltet ihr einfach viel besser die Übersicht. So, wir müssen wie gesagt Glowstone sammeln. Wir machen gleich mal so 5 Stacks, würde ich sagen. Wenn wir 3 solche Dinge abbauen, dann haben wir ja einiges zusammengekriegt. Der Magnet ist ja zum Glück an. So, da dürfte jetzt nichts auf dem Boden gelandet sein eigentlich. Ne, schaut gut aus. Schwuppdiwupps. Hier ist noch Glowstone. Kann man es auch, wie gesagt, immer mal hinstellen zum. Also wenn ihr könnt, auf den Boden stellen, weil sonst dauert es halt einfach länger, das Abbauen.
Also im Fliegen dauert es länger. So, abbauen. Und dann stellen wir uns hier auf den Block und ihr seht schon, es geht viel, viel schneller einfach. Man, ein bisschen muss man ja auch Nachteile haben, dass man fliegen kann. So. Da hinten ist... Oh, schaut euch das an. Wunderbar. Nein. Dahin wollte ich. Ja, entschuldigt, ich hatte jetzt gerade ein bisschen so einen Denkfehler. Was ist ein Denkfehler? Ich war gerade ein bisschen abwesend, einfach nur beim Craften. Beim Sammeln, das war jetzt ein bisschen blöd. Wir können natürlich weiter quasseln währenddessen. Im Endeffekt, Glowstone müssen wir dann, wie gesagt, wenn wir einen Busch finden, können wir Glowstone super automatisieren. Also es gibt hier Glowstone-Bushes, genauso wie es für die Ores quasi einen Busch gibt. Habe ich aber tatsächlich noch nie gefunden, die sind super, super selten. Das wäre halt eine Option. Ja, das reicht uns jetzt erstmal. Die andere Option, die wir haben, ist mit einer Mobfarm. Und das wird wahrscheinlich dann auch unsere Wahl sein. Wir können nämlich Hexen in der Mobfarm zerschreddern und die Hexen droppen Glowstone. Also die droppen auch noch andere Sachen, die für Tränke vielleicht interessant sind. Aber Tränke brauchen wir eigentlich nie. Aber Glowstone droppen sie und das ist halt richtig, richtig nice. Deswegen werden wir wahrscheinlich in der Mobfarm dann, also wenn wir mal eine gute große bauen, nicht so zusammengeschustert wie die mit den Wither Skeletons, wenn wir da eine richtig große gute haben, dann werden wir da auch ordentlich Skelette verheizen, nicht Skelette, Hexen. Und dann haben wir unser Glowstone quasi automatisiert. Also wir kriegen auf jeden Fall Glowstone rein, ohne dass wir ihn sammeln müssen. So, wir waren jetzt aber gerade dabei, Smart Cable zu bauen. So, Smart Cable. Und damit können wir jetzt Smart Cable, Dense Cable bauen. Oder habe ich es jetzt wieder falsch gemacht? Oh, das wäre richtig bitter. Oh no, ich habe es falsch gemacht. Okay, wir haben jetzt ganz viele kleine Kabel und die Dense-Kabel müssen wir jetzt neu bauen. Vorhin habe ich noch gesagt, warte. Das habe ich schon mal verkackt. Ja, jetzt habe ich es wieder verkackt. Okay, wir brauchen unfassbar viel von denen hier. Wir wollen die bauen. So. Fluix-Crystal. Aber wir haben jetzt die Charge, genau. Wir haben jetzt Charge Zertus-Quarz, alles cool. Da brauchen wir jetzt halt noch, was war's? Redstone? Warte mal, wie machen wir nochmal Fluix Crystals? Fluix Crystal. Info. Nether Quartz, Redstone. Nether Quartz, wie viel Nether Quartz haben wir? Bitte sagen wir, dass wir da noch ein Stack da haben. Nein. Also nochmal ab in den Nether. Ach, das war jetzt mein Fail. Wir brauchen halt die Dense-Kabel, um die zwei, also die Smart Cable, die wir jetzt gebaut haben und jetzt in Hülle und Fülle haben. Also es ist nicht schlimm, dass wir die jetzt in Hülle und Fülle haben. Wir brauchen sie sowieso. Aber die braucht man quasi um... die können also, die nimmt man dann, um Geräte anzuschließen. Und da gehen maximal 8 Channel drüber. Und die Dense-Kabel, die brauchen halt 32 Channel. Also die können 32 Channel übertragen. Die brauchen wir halt vom Core weg. Wir brauchen nicht viele Dense-Kabel, weil wir haben ja noch keine große Strecke. Und auch noch nicht viel anzuschließen. Aber wir brauchen sie halt. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal schnell Nether-Quarz sammeln. Machen da jetzt mal einen Stack von. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal eine Quarry im Nether auf. Das wäre dann so der nächste Schritt. So, gucken wir. Legen wir mal auf die 3. Nether Quarz, Nether Quarz, Nether Quarz, Nether Quarz.
Ja, Kobalt, Adit etc. pp. War in Life in the Woods natürlich mega wichtig, weil wir einfach anders gespielt haben. Also wir haben halt dann Tinkers mega ausgenutzt, weil da die Energie noch drin war. Ist jetzt in diesem Modpack halt leider nicht so, weil, wie gesagt, Tinkers hat die Capacitor rausgeschmissen. Also du kannst keine Energie mehr auf deine Tinkers hacken und Werkzeuge und Schwerter bauen. Das geht nicht mehr. Und deswegen sind die halt für mich uninteressant gewesen. Deswegen werden wir versuchen, so schnell wie möglich einfach unser Draconic zu rushen. Habe ich, glaube ich, bestimmt schon 3-4 Mal jetzt gesagt, warum ich das so mache. Aber für alle, die vielleicht die Episoden vorher jetzt nicht gesehen haben, nochmal zur Auffrischung, wieso ich das so komplett ignoriere, die Materialien, und so gar nicht cool finde, dass wir das finden. Ja, also es hat halt einfach Tinkers, ja, überflüssig gemacht. Jetzt am Anfang war es cool, aber so fürs Endgame, nee, uninteressant für mich. Ich möchte einfach, während ich unterwegs bin, meine Werkzeuge mit einer Capacitor Bank einfach reparieren können halt. Und auch so, wenn ich daheim bin, einfach mit dem Wireless Charger, wenn die automatisch repariert. Ich muss nicht jedes Mal irgendwo hinlatschen, dann draufdrücken und, naja, wieder Sachen holen und dann in die Schmiede legen und, naja, ist einfach nur reizend. Machen wir nicht, machen wir nicht. Wir holen uns gleich die übertriebenen Draconic-Sachen und fackeln da gar nicht lang rum. Also Draconic ist aber wirklich auch übertriebenes Zeug. Also das ist, als ich die das erste Mal gebaut habe, das ist einfach krank. Du bist halt effizienter als eine Quarry im Endeffekt. Du kannst schneller abbauen als eine Quarry. Problem ist aber, das ist halt sehr serverlastig. Also das mag der Server euch, das verzeiht euch dann nicht so, wenn ihr da mit der Draconic-Spitzhacke einfach steil geht und so schnell abbaut, wie ihr könnt. Vor allem ist euer Problem, ihr habt halt einfach ein kleines Inventar. Das ist nach 2 Schlägen weg, voll. Und ja, da müsst ihr alles per Hand einsortieren. Also Quarry ist schon besser. So, wir brauchen eine Wasserlutsche. Wir haben jetzt hier ein Stack, ein Stack, ein Stack. Wasserlutsche. Ist da hinten, ne? Ja. Juhu. Ein Stack. Natürlich ist der Magnet wieder an. Bobbles. Jetzt müssen wir mal kurz, das können wir mal kurz gucken. Options, Controls, Bobble. Bobbles Inventory B. Magnet, boy. Magnet. Toggle Electromagnet. Machen wir P. Y. C. K. K. Okay. So, auf K machen wir Magneten ein und aus jetzt. Fluix-Kristalle. So, die müssen durch den Pulverizer. Ein Stack hier, dann machen wir das andere Stack hier, das kann sich Zeit lassen dann. Dann schauen wir mal, Fluix Dust haben wir keinen mehr, okay. Dann müssen wir nochmal kurz warten, bis das durch ist und dann schließen wir nämlich hier ein Dense-Kabel an. Das geht dann hier hinten immer lang, also hier geht es rum. Und dann können wir hier Smart-Cable anschließen und dann ist das alles angeschlossen und dann müssen wir dem hier noch sagen, ach ja genau, wir brauchen noch Upgrades. Jetzt schauen wir nochmal kurz. Das können wir auch vielleicht schon mal craften. Applied Energistics. Nein, da fehlt das Add. Energistics. Wir brauchen nämlich hier die Karten hier. Und dazu brauchen wir Basic Cards. Schauen wir mal. Wir brauchen pro Ding 2. Auf jeden Fall 2 von den Capacitor Cards. Pro Export-Bus, also brauchen wir davon 8. Jetzt erstmal. 8 Stück auf jeden Fall. Und zwar Capacity Cards. Genau. 8 Stück. Die kommen hier oben rein und ich zeige euch, wieso wir die brauchen. Sobald wir die reinlegen, haben wir mehr Items, die wir exportieren können. Deswegen brauchen wir die. So, jetzt sind alle maximal ausgerüstet. Das ist schon mal wichtig. Speed können wir noch reinklatschen. Ach, wenn wir schon dabei sind, komm. Wir brauchen eine Acceleration Card, also 2. Dafür brauchen wir die Advanced. Brauchen wir auch wieder 8. Und dann brauchen wir die Acceleration Card. Haha. Dafür müssen wir noch kurz warten. Hier am Fluix Dust mangelt es gerade extrem. Daran hapert auch alles. Mensch. So, Sand.
Sand haben wir. Und somit haben wir die Seeds schnell züchten lassen. Und dann gucken wir mal. Wir haben schon einen ziemlich krassen Stromverbrauch jetzt mittlerweile. Okay, okay. Ja, der Kollege schlummert noch. Also ist alles wurscht. Der geht dann an, sobald hier der das aus ist. Jetzt können wir mal gucken, dass wir hier den schneller ankriegen. Machen wir 30%. Nicht, dass wir dann so einen Verbrauch haben, dass es hier Wupp macht und jedes Mal es im E-System ausgeht, wenn die wenn quasi die Capacitor Bank leer ist. So, jetzt haben wir unseren Quatsch. Hauptgrund, wozu wir es brauchen, ist Dense Cable. So. Wir brauchen Covered Cable, Glass Cable. So. Aus den Glaskabeln, Kabeln bauen wir. Machen wir mal hier. Die Dense Cable. Wo sind sie denn? Also die Covered Cable, meine ich. Nicht eingefärbt, sondern verpackt. Genau, so. Covered Cable. Die müssen wir jetzt zusammenfassen. Zu einem dicken Kabel. So, jetzt haben wir es. Mann, das war echt verplant vorhin. So. Warte mal, da haben wir doch nochmal eins, oder? Hallo? Covered? Ne, wir haben nur zwei. Okay. Damit. Da gehen wir jetzt mal rein. Bauen wir jetzt ein Smart Cable wieder. So. 18 Stück. Jetzt haben wir 19 Smart Cable Fluix Farben. Die können wir auch noch einfarben, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Und dann gehen wir hier mal lang mit dem dicken Kabel. Ihr seht schon, es ist wirklich dick. So, jetzt wollen wir nochmal Smart Cable. Und können das jetzt hier so anschließen. So, und ihr seht jetzt hier 4 von 32 Channeln. Wenn wir jetzt die hier unten noch anschließen. Wenn wir irgendwie vernünftig rankommen. Ja, ging. Dann haben wir jetzt das. Ein Importbus ist vollkommen wurscht, der zieht einfach alles raus. Wir regeln alles über den Exportbus. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Ohr haben. Ohr. Okay, das ist ein bisschen blöd, dass die nur so heißen. Aber gut, was soll's. Wir machen einfach Stored Craftable Number of Items. So. Das heißt, wir müssen jetzt die Exportbuses bestücken. Wir machen Iron Ore, Copper Ore, Lead Ore, Rhyolith. Und da müssen wir jetzt aber auch nochmal gucken. Stimmt, da müssen wir jetzt nochmal durchgucken, wie wir die am besten verarbeiten. Also. Wenn wir die in den Pulverizer schmeißen, bekommen wir zu 10% Nickel raus und 2 Iron. Im Induction Smelter könnten wir mit Cinnabar Nickel rausbekommen. Ist jetzt nicht so interessant. Ja, dann. Oh, warte mal, wir haben hier noch Magma Crucible, da kommt dann Molten Iron, aber... nee, Quatsch. Small Plate, Pulverized Iron, Alloy Smelter, Ein Iron, Pulverized Tin in der Segmill, aber nur mit einer 5%igen Chance. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Pulverized Gold im Crusher. Wir machen es auf die altmodische Art. Wir legen jetzt hier schon mal los und sagen, er soll Iron exportieren. Und zack, dann haben wir hier Iron drin und er pulverisiert uns das. Ihr seht, also er kriegt auch pulverisiertes Nickel raus. Wir können ja auch noch upgraden, dass der zweite dann mehr quasi, also dass die Chance höher ist. Sind da schon Acceleration Cards drin? Nein, okay. Genau, die wollten wir noch bauen. Acceleration Cards, Acceleration Cards. Zack, da schmeißen wir mal das nicht rein, sondern zwei. So, jetzt kommt der hinterher und dann können wir in den Import-Bus. Kommt der hinterher, der Import? Ja, der kommt locker hinterher. Also jetzt noch. Da brauchen wir noch keine Karten. Das heißt, hier können wir die auch nochmal reinschmeißen. Hier schmeißen wir sie rein und... Hier schmeißen wir es rein. So, und wenn wir jetzt sagen,
Also der pulverisiert es jetzt und schiebt es wieder ins ME-System. Und wenn wir jetzt dem anderen sagen, Alter, du kriegst pulverisiertes Iron, dann schmeißt er das hier rein in die Redstone Furnace und wir kriegen unsere Iron Ingots automatisch gebraten. Ohne, dass wir irgendwas dafür tun müssen. Das machen wir jetzt für alle Ores. Also, wir gehen jetzt aber vorher mal kurz pennen. So, kurz pennen. Und dann haben wir unsere Ores, wie gesagt. Und müssen jetzt gucken. Also wir suchen jetzt hier nach Ore. Wir haben Copper Ore. Copper Ore im Crusher ist Quatsch. Das ist immer Blödsinn hier. Redstone Furnace kann auch nichts. So, Pulverizer kommt 10% Gold raus. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Induction Smelter könnten wir zu 100% Gold rauskriegen, wenn wir Cinnabars verwenden. Wir haben aber noch keine Cinnabars und die Cinnabars nehmen wir dann woanders her. Das heißt, ich würde jetzt aktuell eigentlich... Vor allem haben wir nicht so viele Cinnabars, selbst wenn wir jetzt dann die Sick Touch Quarry haben. Das heißt, ich würde das jetzt erstmal davon absehen, auch wenn es cool wäre. Magma Crucible, ja, Quatsch. Alloy Smelter, Sagmill kommt Pulverized Gold zu 12% raus. Aber nur solange wir hier einen Pulsating Grid Ball drin haben. Wenn wir nichts drin haben, haben wir auch, ach nee, dann haben wir auch 12%. Das erhöht nur den Bonus Output quasi. Ja, Pulverized Gold. 12% wäre schon mal mehr. Als die 10%, ne? Aber der Pulverizer ist schneller. Und effizienter, oder? Als die Segment? Ich weiß es gar nicht, aber die bauen wir jetzt auch mal auf jeden Fall. Weil die brauchen wir auch auf jeden Fall. So, Strom hat sie. Dann brauchen wir einen Import-Export-Bus. Ich würde sagen, das Kupfer machen wir über die Segment dann. Müssen wir bauen. Import-Bus. Digipisten, Importbus und Export. Export. Pisten fehlt. Pisten craften. Zack. Exportbus haben wir. So. Da brauchen wir dann auch wieder Karten. Also Exportbus obendrauf. Importbus hinten. Und Smart Cable anschließen. Am Dense Cable. Obwohl jetzt die Frage ist, ganz ehrlich. Die können wir uns ja sparen. So. Und die Dense Cables sind schon echt teuer. Der wird es jetzt, genau, der zieht es jetzt hier schon raus. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen einen Import-Bus. Da brauchen wir wieder Capacity-Cards. Capacity-Cards. Da. Blank-Cards. Capacity-Cards. So, zwei Stück. Schwupps. Acceleration brauchen wir jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Aber wir geben jetzt das Copper hier rein. So. Das geben wir auch dem guten Kollegen hier rechts nebenan mit. So, Cobblestone kommt hier noch manchmal mit raus. Gut. Und halt auch zu 12% Gold. Haben wir denn schon Gold Dust? Zufällig? Nö. Okay. Dann suchen wir nochmal nach Ore. Ore. Dann gucken wir mal, was beim Lead so abgeht. Beim Lead, wenn wir das pulverisieren, 10% Silber, im Induction Smelter Silber, also auch eher uninteressant. Sagmill, 10% Silber. Okay. Ganz klarer Fall für Pulverizer. Copper haben wir jetzt geklärt. Lead Ore. Lead Ore, ganz klarer Fall. Pulverizer. Dann schauen wir mal unser Rhyolith an. Und so geht es halt jetzt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr da... Ja doch, wir machen das zusammen, weil es sind manchmal echt interessante Spezialfälle dabei.
Hier zum Beispiel kriegen wir, was auch immer, wir kriegen halt Slag mit raus, ja, das ist klar. Aber was kriegen wir dabei raus, wenn wir das mit Cinnabar? Okay, einfach nur Slag. Nicht so interessant. Cobblestone, Crusher, keine Ahnung. Also kommt das auch in den Pulverizer. Pulverizer. Funktioniert das denn? Ja. Rutile oder wie auch immer es heißt, lässt sich pulverisieren. Wunderbar. Dann haben wir noch mehr Ohr. Alu war auch ein Spezialfall, ein interessanter. Wir haben Rutile, Lead Ore, Dill, was auch immer, Silver, wir nehmen uns jetzt einfach mal von allen eins rein, die wir noch nicht haben, Tin Ore, Gold Ore und das war's. Aktuell. Wir kriegen jetzt mit der Silk Touch Quarry noch viel mehr. So, Gold Ore wollen wir eigentlich noch nicht machen, weil wenn wir das im Induction Smelter... Moment mal, da gab es irgendwas. Ah ne, das war früher so. Ja, doch. Also wenn wir es mit Cinnabar brennen, kriegen wir 4 Gold Ingots raus. Ob wir das machen müssen, weiß ich nicht. Mit dem Gold... Oh, warten wir mal noch. Wir haben ja eh kaum was. Dann schauen wir mal. Nickel. Nickel war auch ein Spezialfall auf jeden Fall. Nickel hatten wir, glaube ich, schon mal früher nachgeguckt. Wir können es pulverisieren. Dann bekommen wir Pulverized, zu 10% Pulverized Titanium raus. Oder Platinum. Platinum. Aber, genau, wenn wir es mit Cinnabar brennen im Induction Smelter, bekommen wir 100% Platinum. Das heißt, Nickel fliegt auch raus. Silver. Silver ist bestimmt wieder ein typischer Fall von einfach durch den Pulverizer jagen. 100% Lead Ingot, uninteressant. Und hier bekommen wir 10% Lead im Crusher, 10% im Pulverizer. 10%. Ja, also Silver, klarer Fall von hier rein. So. Zinn. Was können wir mit Zinn anstellen? Da kommt Rich Slag raus. Das können wir aber uns auch einfach so bauen. Dann haben wir erstmal jetzt hier den Pulverizer. 10% Iron. Induction Smelter, Slag oder Iron. Okay. Und hier in der Segmill 10% Iron. Also auch wieder ein typischer Fall von Pulverizer. Zack. Tin Ore wieder reinschmeißen. Dann haben wir das hier. Das weiß ich noch gar nicht, wozu wir das brauchen. Da gucken wir uns alles mal an. Wir haben hier Blood Magic, ja. Redstone Furnace, ja. Ja, ja. Ja. Wir kriegen 3 Stück raus. Und Tectonic Petroleum. Weiß ich jetzt nicht, was wir damit anstellen können. Im Alloy Smelter wird es 1. In Segmill kommt 2 raus. Und zu 15% Stone. Und das kann der Pulverizer gar nicht. Das ist interessant. Ah doch, Pulverizer kriegt 2... Dithyrium raus. Stone haben wir sowieso genug. Also ab in den Pulverizer. Das können wir den langsamen schmeißen, weil, ja. Braucht ja keiner. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht einen Wahnsinnsfehler, weil ich kenne das Material halt nicht. Aus welchem Mod ist das? Wulps Library. Was können wir denn damit bauen? Mit Still haben wir jetzt das drin. Smelting. Was können wir damit bauen? Advanced Rocketry. Okay, aber wir müssen das pulverisieren. Okay. Gut. Das ist also von Advanced Rocketry. Cool. Gut zu wissen. Lead Ore. Lead Ore können wir... War das ein Spezialfall? Nee, ne? Das war auch einfach Pulverizer, glaube ich. Pulverizer, 10% Silber. Segmill, 10% Silber. Also, keine Frage. Ab in den Pulverizer. Lead Ore. Und Aluminium, das war nochmal ein Sonderfall, weil das konnten wir nicht in den Pulverizer stecken. Jetzt geht's doch. Als ich ihn das letzte Mal drin hatte, ging das nicht. Pulverized Iron, Pulverized Aluminium, okay. Da kommt Iron Ingot zu 100% raus, das ist jetzt nicht so interessant. Segmill, 10% Iron Ingot, also in die Segmill, oder? Der Pulverizer hatte, glaube ich, keine. Doch, okay. Also auch das Alu in dem Pulverizer. Aber der konnte das doch nicht, oder? Damals? Na egal. Jetzt haben wir das auf jeden Fall alles automatisiert. Und, ah, da habt ihr mal Goldcrit gesehen. Und jetzt müssen wir, stimmt, wir müssen, das haben wir noch nicht automatisiert. Wir müssen hier Pulverized Gold, Pulverized Nickel. Das muss noch alles im Redstone Furnace dann verwurstet werden.
So, jetzt haben wir das so einigermaßen automatisiert. Wir haben eine Spitzhacke, der kommt wieder ins Bobbles-Inventar. Bobbles. Bobbles. Ich weiß natürlich, dass man es anders ausspricht, aber alles gut. Ich will es nicht in die... Wieso ins Schildslot? Habe ich das vorher nicht auch in einem Slot gehabt? Hier oben irgendwie? Vielleicht weil er an war? Ah ja, wenn er an ist. Okay, wenn ich ihn ausmache, fällt er automatisch in die Hotbar. Okay. Das ist ja doof. Naja, gut. Dann ist er halt unten in der Hotbar. Ein Schwert nehmen wir immer mit. Die Axt brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir jetzt alles mal hier reinpacken. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen auch das Inventar noch aufgeräumt. Wunderbar. Und dann, was ist eigentlich heute? Also, wir haben jetzt das hier schon mal automatisiert und dann geht es eventuell in der nächsten Folge ans Autocrafting, dass wir die ganzen Erze auch mal in Angriff nehmen. Also sowas wie Electric Alloy, Electrical Steel, Energetic Alloy meine ich und solche Sachen, dass wir die per Knopfdruck einfach bestellen können. Ja, bis dahin aber sage ich erstmal ciao, servus, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, habt viel Spaß und ja, ciao.